Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ihr wisst, welches Spiel es ist. So, denke ich doch mal. Ja, ich weiß nicht, ich würde ja gerne, wie schon gesagt, einfach mal den Viechern wieder mal einen Tag sagen. Naja, aber wir haben jetzt zuletzt hier eine kleine Produktion angefangen mit Stahl. So, was braucht ihr eigentlich? Stahl, Rohre, Zahnräder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich schon oh Gott, oh Gott, oh Gott gesagt? Ja, gut. Das bedeutet, wir müssten hier schon mal Kabel herstellen. Oder? Nee, Kabel nicht. Stahl, Eisenräder und Rohre müssten wir hier herstellen. Das würde heißen, hier kommen ein, zwei Fabriken hin, die wiederum große Arme brauchen. Jetzt können wir da das Teil nicht aufbauen. Ja, es geht aber eigentlich. Und auf die Seite. So, das bedeutet, wir brauchen mal wieder große Knickarme, weil wir auf die Platten zugreifen müssen. So. Dementsprechend rein, rein. So, und du würdest jetzt zum Beispiel Zahnräder herstellen. Und du würdest jetzt zum Beispiel Rohre herstellen. Hätten wir Zahnräder und Rohre. Ich reiß das mal kurz hier ab. Ja, die sind eh leer. Da müssen wir mal schauen. Jetzt kommt Stahl von oben. Der könnte ja so laufen. Ne, hier so lang. Dann hätten wir schon mal Stahl. So, dementsprechend hier die kleinen Ärmchen ran, die den Stahl nehmen. Und dann, was war das denn jetzt so? Klick, klick. Hat man klick, klick? Nicht das? Sorry. So. Dann brauchen wir die großen Knickarme. Ja, das war ja eigentlich alles schon so irgendwie. Allerdings bin ich gerade überlegen. Zahnräder und Dings kommen hier drauf. Das Band muss erstens nach unten. Da ist der Pfosten im Weg. Na, super. So. Dann sind wir hier. Bis dahin. Dann würden wir drei Motoren herstellen. Also dreimal Motoren. Jetzt ist das Problem, was ich sehe. Erstens die Rohre. Da müssten wir uns was einfallen lassen. Vielleicht hier die Rohre raus. Da die Zahnräder raus. Das ist doof, oder? Ja, das ist doof. Hier die Zahnräder raus. Und gut, jetzt liegt da ein Zahnrad rum. Was soll's. Und zwar müssten wir jetzt... Geht das überhaupt? Bis dahin. Und dann mit einem normalen Band. Rum, rum, rein. So. Und zwar jetzt von hier aus. Müssen wir mal gucken, dass wir das so hinkriegen. Dass das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite läuft. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen täten. So, dementsprechend müssen wir hier erstmal wieder Strom auf die Achse tun. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dass die Zahnräder rechts sind und die Rohre links. Ah, perfekt. Perfekt. So, jetzt läuft das soweit. Jetzt fehlt nur noch eine Komponente und das ist Stahl. Und der Stahl kommt ja hier auch lang geflossen. So. Und schon können sie produzieren. Jetzt produzieren wir wieder Motoren. Die allerdings da oben erstmal eingelagert werden. So, du müsstest auch ganz woanders hin.
So, jetzt läuft der Stall bis dahin und die Motoren so weit. Hier ist auch Stall drin, ne? Na, ich glaube, ja, die brauche ich den Stall nicht unbedingt geben. Ich könnte hier mal Stall nachfüllen. So, das bedeutet, wir haben jetzt eine Motorenfabrikation. Die Motoren herstellt, die werden hier wieder gelagert. Erstmal im ersten Schritt. Ja, stellen wir normale Motoren erstmal, ja. So, warte mal, hier sind die ganzen Zahnräder, die kann ich aber auch abgrasen. Weil hier liegt noch alles, hier liegt noch alles. Oh my goodness. Ja, Autospeicher muss auch mal sein. Hei. Ah, da kommen immer mehr Zahnräder, ne? Das sind immer zu Zweiergruppen. Eigentlich müsste... Ach so, der sortiert die Zahnräder da aus, ne? Hm, okay. Das könnte natürlich dann noch ein bisschen dauern. Jetzt... Nee, Quatsch, andersrum. Packe ich die Truhe schon mal voll. So, hier kommt Kupfer und Zahnräder. Hier unten ist... Wir haben ja noch Kisten da. Zum Verstauen erstmal. Könnten wir hier nochmal Zahnräder reinknatschen. Nehmen die nochmal auf. Aber gleich ist auch Ende mit Zahnrädern. So, allerdings, ich glaube, die Zahnräder... Brauchtet ihr Zahnräder da unten? Ja, dann könnten wir auch die Zahnräder hier reinklatschen. So, zack mal her. Zack. Und... Klack, dann bist du voll, dann bist du voll, dann bist du voll und alles ist toll. So, und ihr seht schon hier, die Produktion läuft, ne? Also wir haben wirklich extrem viele Rohre und extrem viele Zahnräder. Jetzt müsste ich mal gucken, was brauchen wir, wo ist es überhaupt? Oh ja, ein Panzer, 16 Motoren, Stahl, Eisenräder. Wir könnten einen Panzer herstellen. Aber wir brauchen Raketen dafür. Wir brauchen Raketen dafür. Sonst nützt uns der Panzer nichts, wenn wir keine Raketen haben. Ach ja, das wird noch lustig. Und wir könnten übrigens auch Docking Stations herstellen für Roboterhangar. Wir könnten auch Robotoren herstellen. Ah ja, ja. Jetzt wird es langsam wirklich so an einem Punkt, wo man sagen kann, wir könnten Logistikcenter herstellen und so weiter. Oh Gott, jetzt wird's richtig haarig. Naja, vor allem bei der Base-Größe ist das schon durchaus sinnig irgendwo, wenn man das täte. Nee, lass mal stehen. So, Zahnräder haben wir immer noch. So, er hier packt die Zahnräder von da darauf, ne? Ja, wir können jetzt aber auch nichts. Obwohl. Ich könnte Folgendes machen. Hier eine Kiste hin. Einen großen Greifarm. Ich weiß gar nicht, ob der das macht. Und da Zahnräder einfüllen. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Dass er die Zahnräder nimmt und da reinpacken will. Er will das hier haben. Die Kiste, wenn... nee, das macht keinen Sinn. Von hier aus Zahnräder einpacken. Warte mal, das macht... Oh, da sind Motoren gerade gedroppt. Das ist nicht so gut. Warte mal, der hat die Motoren da hingelegt? Müsste der die Motoren nicht eher hier hinpacken? Zack, 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 zack. Ja, genau. So. Da oben hat er die Motoren hingelegt. Nee, ich wollte das Band nicht drehen. Na gut, dann bleibt es erstmal hier in der Kiste liegen, die Zahnräder. Müssen wir mal gucken. So, ich wollte aber gucken, was braucht der Elektromotor? Weil die brauchen wir nämlich, für die Robotoren fliegenden Dinger da.
und so weiter. Oh Gott, das wird ein Spaß. Ich mag die nicht. Ja. Wir sind ja in der Forschung nicht gerade unweit, sag ich mal so. Ohne Blaupause. Oh ja. Mit Blaupausen arbeiten und so. Nee, das ist alles nicht so meins. Ich könnte übrigens mal wieder ein paar Stromdinger herstellen und Licht. Ja, Licht wäre auch mal wieder schönes. So, jetzt könnten wir von denen wieder welche herstellen, von denen wieder welche. Ja, langsam wird's lustig. So, Elektromotor, das wollte ich wissen. Ah, wir brauchen Schmieröl. Schmieröl. Normale Motoren und Elektroschaltkreise. Schmieröl. Aus was wird das gewonnen? Aus Öl. Ach nee, erzähl. Aber jetzt ist die Frage. Oh, das ist hier auch voll. Habe ich hier gar keinen Greifarm hingepackt? Moment mal. Doch, da ist einer. Da ist einer. Gut. Dann produziert er gerade nichts. Ich glaube, Schmieröl war aus Leichtöl, oder? Warte mal, hier oben kann man, glaube ich, gucken. Brennstoff, Brennstoff, Öl. Schmieröl. Schweröl. Aus Schweröl wird Schmieröl. Und du bist jetzt Schweröl, ne? Könnten wir eigentlich mit dir weitermachen? Dass du Schmieröl herstellst. So, das bedeutet, hier würde er nur noch Dings herstellen. Flüssigbrennstoff. Das macht aber nichts. So, jetzt müssen wir aber mit Rohren weiterarbeiten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Motoren kommen hier hin, ne? Erstmal. Die Motoren müssten dann nach unten laufen, glaube ich. Das bauen wir mal um. So, du kannst die Motoren noch einpacken. Ich helfe dir auch dabei. So, da haben wir die Motoren. Und zwar würde ich dann sagen, laufen die Motoren von hier nach unten. So, da ist jetzt natürlich das Blöde. Hier laufen die... Was läuft da überhaupt? Irgendwas läuft da runter. Da müsste man durch oder so. Also das Band müssen wir irgendwie ändern. So, jetzt brauchen wir eine Fabrik. Und zwar habe ich noch eine Fabrik übrig. Nein, ich habe keine Fabrik übrig. Ist ein Ding. Wir bräuchten noch eine Fabrik. Und zwar diese. Ah, Kupfer fehlt mir. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oder? Warte mal, hier ist die Aussortierung. Da haben wir Kupferplatten. Ach, wir haben genug Kupferplatten. So, jetzt können wir eine Fabrik herstellen. Allerdings kann man die Fabrik eigentlich auch drehen. Oh, jetzt mal hier lauter Solarplatten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Jetzt bin ich am Überlegen, wenn wir die Fabrik hier hinstellen. Eigentlich braucht die ja nur. Nee, drei Sachen brauchst du. Könnte das Band hier umbauen und zwar von hier so oder von da oder da sogar von hier nach da oben hin. Dann würde ich den Greifarm hier umbauen. Der kommt dann hier hin. Hat momentan zwar keinen Strom, aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir, glaube ich, gedeichselt. So, dann hast du auch Strom. Dann kommt nicht der Flüssigbrennstoff hier raus und kann schön nach oben laufen. Ja, oder wir verdüdeln uns wieder ein bisschen. Ich glaube, der andere Festbrennstoff ist ja Festbrennstoff, kein flüssiger, nein, es ist fest. Der läuft dann da oben weiter. Warum wollte ich hier nochmal eine Produktion machen? So, jetzt haben wir hier Motoren. Jetzt könnten wir den hier übrigens umdrehen. Und schon packt er auf das Band, die Motoren. Ja,
Das ist schon mal sehr schön. So, meine Liebste hat mir gerade mal gesimst. Das ist auch toll. Gucken wir doch mal. Schalala, hallo. Okay, ich glaube, sie simst vielleicht noch ein bisschen mehr. Super. So, hier packen wir das Öl aus, ne? Glaube ich. Ja, nach da unten hin. Ich glaube, wir haben... Die Tanks sind voll hier. Ja, wir könnten noch ein paar Tanks herstellen. Aber wir sind ja gerade momentan bei den Solarplatten am Herstellen. Und so weiter. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist immer so, wenn man so 20 Baustellen auf einmal im Kopf hat. Und ja, irgendwann fängt man hier an, dann da wieder ein Stück und da wieder ein Stück und ja. Ja, aber es ist so, es wird nicht besser, also ja, nicht wirklich, nicht unbedingt. Gut, dann müssten wir hier eigentlich Kupfer herstellen, mal wieder. Also hier ein paar Kupferöfen hin oder so. Das ist nicht, nee. Wie voll bin ich denn? Oh, ich bin relativ voll. Dann würde ich nämlich hier erstmal die ganzen Kabel aufsammeln. Und umso mehr wir an Produktion machen, umso schlimmer wird es nachher auch, dass die Viecher kommen. Also, wer jetzt denkt so, ach, pff, das ist ja langweilig und tralala, da passiert ja eh nichts mehr mit den Viechern, weil du hast ja total viel Platz hier. Er hat sich sehr geirrt. Es kann jederzeit passieren, dass unser Smog hier irgendwelche Nester wieder erreicht und dann rotten die sich zusammen und kommen mal runter. Und dann haben wir hier ein munteres Vergnügen. Das ist dann nicht so schön.